Willkommen zurück zu Breath of Fire 2. Bin ich hier richtig? Ja, wir sind immer noch im Hochland und müssen uns hier durch ein... ja... ziemlich nerviges Ganglabyrinth schlagen. Mit wieder etwas höherer Gegnerfrequenz. Dass wir auch noch richtig gut reinhauen. Und das alles nur wegen dieser... na, verrückten Kriegstreiberin Spucke, die sich nun auch an der Prinzessin vergreifen will. Wenn ich jetzt wüsste, ob mein Weg hier überhaupt richtig ist, den ich hier einschlage. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Gegner mir auf den Senkel gehen. Boah, nicht, dass ich unbedingt heilen muss. Da ist Flamme. Brand. Schwarz 2 auf Rio. Stand Flamme. So, machen wir sie weg. Oh, Schei. Und tschüss. Na supi, aber der Weg scheint zu stimmen. Jetzt hier noch rum und hoch. Okay, und es geht weiter. Wie ekelhaft, wie ekelhaft. So, da ist Flamme Brand. Mal Becken auf Rio. Stan hat mal normal drauf. Aha, ich bin wieder da mit einem Lebenspunkt. Und werde nach der nächsten Runde höchstwahrscheinlich auch wieder tot sein. Da jetzt macht mal frische Rest haut drauf. Tschüss. Das war so klar. Aber nein, ich werde kein Heil-Item für Ryu benutzen. Ich mach mal so. Halt den Dice. Komm, Donnerschlag. Decken. Oh no, Stice, die hält doch so wenig aus. Ja. Aber Feuer ist bei dem wohl eine gute Option. Eieieiei. Flamme. Wecken. Ja, tschüss denn. Bye bye. Ist ja gut, ich benutze ein Item. Ein für Ryo. Dann kann der mit Magie Stan wiederholen.
Na komm, und da ist er mal auch noch gerade wieder hoch. Ach du Scheiße. Was denken sich die lieben Entwickler bei so einem Labyrinth? Mensch, das wird dem Spieler sicher Spaß machen. Ich mach den Rest. Wunderbar. Nein. Oh Gott. Sackgassen sind immer scheiße. Halt. Komm, jetzt nur einer, da versucht man ein paar MP zu sparen. Gift ist natürlich nicht so schön, dazu noch deine schöne Abwehr. Und jetzt aber, tschüss. Da darf Rand noch mal ein bisschen hinterher heilen. Der hat zum Glück Gegengift. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das möchte ich wehtun. Sterb doch einfach. Tschüss, Ryu. Oh, noch nicht mal. Ich denke mal, nach der Episode ist mir wieder Leveln angesagt, weil dass ich mich nach jedem Kampf wieder hochheilen muss. Sorry, es macht mir so keinen Spaß. Ui, hat keine HP mehr. Da heile ich mich hoch und dann ist hier ein Brunnen. Auch gut. Mondmaske. Okay. Ist das eine Ausrüstung für jemanden? Achso, Falken. Oh ja. Schöner Boost. Mondmaske. Erhöht nochmal die Abwehr von Sten. Wunderbar. Hat sich gelohnt. Ja. Jetzt den ganzen schönen Weg zurück. Aber halt. Jetzt, da ich wieder AP habe, kann ich es nochmal mit Rauch versuchen. Natürlich wieder direkt Gegner. Yay. Hau triff. Und noch einmal. Ein paar Federn wegbrennen und dann den Rest geben. Ich ziehe das nicht mal.
So, einen ganzen lieben weiten Weg zurück. Kann er nicht einfach fliehen? Nein, natürlich nicht. Bei so einem Gangwirbel hat man natürlich voll Bock auf Zufallskämpfe. Möchte ich nur jetzt vom Blitz getroffen zu werden? Ja, du hast so drauf, dann auch, komm. Und jetzt, bam! Okay, der Blitz da. Der war dann unnötig, ja. Geht ja ein. So. Wunderbar, wunderbar. Nee, dann. Ernsthaft, wie komme ich da? Ihr wart auf Flamme sehr anfällig. Schei. Äußerst schei. So. Kampf muss schnell enden. Kein Zombie-Status, ist das klar? Du machst bitte mal verarzten. Okay, dann muss ich so rum. Komm, die krieg ich doch mit normalen Schlägen down, oder? Ja, komm, so viel halten wir nicht aus. Und tschüss. Ja. Augen auf, dann sieht man das. So, ich brutzel dich nochmal weg. Und ich freue mich sowas von. Bock hab. Schön. Und schnell durch da. Yay, Teleporter. Wahnsinn. Halt, Quelle und ein Ausgang. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Okay, jetzt komme ich mir verarscht vor. Auch wenn ich jetzt die Feuerdinger heilen sollte, mir wurscht. Ich will den Magier weghaben. Okay, das ist physisch sehr anfällig.
Jupp, wunderbar. Und es wird mal wieder Zeit, ein bisschen zu räuchern. Schöner Crit. So lobe ich mir das. Okay, pass auf, der rechte Weg ist auch wieder eine Verarsche. Hau weg den Müll. Bam. Gut ist. So. Es kam schon lang kein Todbringer mehr. Was soll denn das? Komm, Flamme. Komm, jetzt mach das so. Bei euch haut der Nano eine Flamme raus. Das gönne ich mir jetzt einfach mal hier. Na, können wir mal machen? Danke. Ja, wunderbar. In einer Runde Daumen gekriegt. Da, 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 da. Dann Level 22, yay! Achso, ich wollte räuchern. Da kommen die paar Schritte. Hier kommt mir eher so vor, als würde... räuchern die Gegner eher anlocken, anstatt fernhalten. Oh oh, das wird wehtun. Lass Geist dran kommen. Ja, danke. Gut, und dann greift sogar den richtigen an. Wunderbar. Dann nochmal verarzten. Da ist auf alle Fälle. Jo. Nein, 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 nein. Du kopfst die schön mit der Flamme weg. Klar. Zack. Und burn! Baby! Doppel KO! Komm, und noch eine Kurve. Ja, ja, ja. Durch. Und rechte Teleporter bringt mich noch weiter zurück. Oh. Oh! Sieh an. Moment, heißt das, ich kann jetzt... Das heißt nicht, dass ich shoppen kann. Nein, ich bin immer noch auf der Seite von dem Ding. Mhm. Wo komme ich jetzt hin, wenn ich da wieder drauf latsch? Nicht dein Ernst! Jetzt die Turbo latschen. Ach nee, der ist jetzt weg. Ich hab schon gedacht, ich muss jetzt hier wieder ganz außen rum. Ich muss es trotzdem, weil ich nicht am Thron vorbeikomme. Kenneth, was soll das? Ich hab da noch beschworen.
muss erstmal wieder gucken, wie ich jetzt überhaupt da runterkomme. Ohne Scheiß. Nee. Nee, Leute, das tue ich euch nicht nochmal mit an. Ich beende den Part hier und wir sehen uns, wenn ich wieder an der Stelle bin. Dezent nervig, muss ich echt mal sagen. Also bis dann. Natürlich die richtige Treppe und dann ist gut. Genau. Also tschüss.